Willkommen zurück, meine Freunde, zu einer neuen Folge von Little Nightmares 2. Im letzten Part sind wir durch zig Trilliarden Schaufensterpuppen gerannt. Mich hat man so oft erwischt und ich weiß nicht zum Schluss, wie ich es dann doch noch geschafft habe. Aber gut, der hintere Weg ist, glaube ich, der bessere. Six, nimmst du den mit? Den anderen? Ja, perfekt. Okay, zweite Sicherung ist auch am Start, Leute. Und dann wollen wir mal gucken, wo uns denn die zwei Sicherungen hinbringen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also ich glaube, das mit dem Fahrstuhl geht es, glaube ich, nach unten. Es müsste zumindest nach unten gehen. Hoffen wir mal, dass es so ist. Wenn nämlich nicht, dann geht's nach oben. Es geht ja nur oben und unten, Leute. Okay, dann können wir das betätigen. Und da ist der Aufzug. Sehr schön. Ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn ich in den Fahrstuhl gehe, dass Six vielleicht doch noch zum Schluss da bleibt und ich das allein machen muss. Okay, es geht nach unten. Es geht nach unten, Freunde. Wo kommen wir raus? Aber sehr, sehr cooler Aufzug. So etwas altmodisch, aber ansonsten geht's eigentlich voll klar, ne? Nicht viele Knöpfe. Es geht, glaube ich, ganz runter in den Keller, aber ich möchte mir einen anderen Hut aufsetzen. So ist besser. So ist besser. Okay. Und natürlich ist es dunkel. Und natürlich ist es dunkel. Was denn sonst? Ich dachte, wir kommen mal wenigstens irgendwo hin, wo es hell ist. Aber so wie es aussieht, nicht. So, da ist ein Fuß. Zwei Füße, dann nochmal zwei Füße. Also hier liegen auf jeden Fall Leichen, die sich hoffentlich jetzt nicht gleich bewegen und mir das Leben zur Hölle machen, sondern einfach da liegen bleiben. Boah Gott, es ist so viel, Leute, es ist so viel. Oje, oje, was haben wir denn hier alles? Okay, lauter Ersatzteile. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich, wie viele Teile von diesen Schaufensterpuppen hier rumliegen. Vor allem, wer bastelt die denn alle? Irgendwo einer muss doch sein mit einem Körper und so. Irgendwo muss es das doch geben. Aber wo? Wir werden es auf jeden Fall gleich wissen, hoffentlich. So, schon wieder dunkel. Geil. Läuft. Ich liebe es, wenn was dunkel ist. Ja, vor allem in diesem in dieser Psychiatrie oder in diesem Krankenhaus läuft einiges falsch. So. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich will... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Als ob, als ob, als ob. So, komm her. Komm her, du dusselige Hand. Perfekt. Können wir gleich nochmal draufschlagen? Nein, können wir nicht. Können wir nicht. Wir müssen warten, bis sie nochmal kommt. Vor allem, wieso weicht die Hand immer aus? Komm, 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 komm. Nein, als ob. Als ob. Ich wusste es, dass das passiert. Ich wusste es. Wieso habe ich nicht einfach früher zugeschlagen? Mono, so geht nicht. So geht echt nicht. Okay. Ich hole mir jetzt dann gleich mal das Rohr. Hole ich mir gleich mal. Damit ich hier gleich mal vorbereitet bin auf die blöde Hand. Aber Six hat wirklich Kraft, ne, dass er das alleine schafft, da durchzuhalten. Perfekt. Nummer 1. Er kommt gleich nochmal, er kommt gleich nochmal. Es braucht auf jeden Fall zwei Schläge, dann ist die Hand weg. Beziehungsweise es sind zwei Hände. Nein, 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 nein. Ja, perfekt. Oh mein Gott, er hätte mich fast getroffen. Er hätte mich fast getroffen. Ich hasse diese Hände, Leute. Ja klar, im Endeffekt sind es jetzt drei. Geht voll klar. Geht voll klar, Bruder. Oh Gott. Oh Gott. So, sehr schön. Sehr schön. Six reißt erstmal die ganzen Bretter ab. Gut gemacht, Bruder. Der hat so viel Kraft. Wenn ich so viel Kraft hätte, wäre das echt klasse. Aber ich habe leider nicht so viel Kraft. Und wieso bin ich jetzt gestorben? Wieso bin ich jetzt gestorben, ey? Ich bin so weit gekommen, ich bin echt so weit gekommen und es hat einfach rein gar nichts gebracht. Vor allem das Timing ist auch wirklich extrem wichtig, aber ich check dieses Timing manchmal nicht so. Vor allem die Hände können ja auch noch ausweichen, das ist ja das nächste noch. So, dann Attacke, Attacke. So, sehr schön, sehr schön. Ich muss einfach ein bisschen abwarten, glaube ich. Wenn ich ein bisschen abwarte, dann sollte das, glaube ich, klappen. Da. Geil. Sehr gut. Sehr gut. Zweiter Treffer. Ich glaube, es kommt auch nochmal einer von drüben. Okay, sehr schön. Hat geklappt. Hat auch geklappt. So, die eine Hand kommt auf jeden Fall nochmal. Oh, wie viele Hände sind denn das noch? Bruder, so geht nicht. Sehr gut. Sehr gut. Oh, Six, hast du es dann endlich mal? Nee, Six braucht echt noch eine extra Einladung, bis er mal fertig ist. Nein, komm, der war gut, der war gut. Oh, Alter, immer zum Schluss passiert mir das. Ey, ich will doch nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Kann nicht ich einfach die Dinger aufhalten, beziehungsweise den Schrank und Six macht das alleine? Wäre doch auch gut. Warum muss immer Mono alles machen?
Mono, du tust mir leid, mein Freund. Du tust mir einfach leid. Ach, jedes Mal versemmle ich den letzten Schlag. Oh, wieso schlage ich immer daneben? Ach, ich sollte auch, glaube ich, da mal ein bisschen weiter weggehen, oder? Also wenn ich nicht weiter weggehe, dann habe ich das Problem, dass er direkt an mir dran ist und mir direkt Schmerzen zufügt. Beziehungsweise mich tötet, was für Schmerzen zufügen. Das wäre ja noch super, aber wenn es so weitergeht, Freunde, brauchen wir, glaube ich, mindestens 50 Parts, bis ich endlich dieses Let's Play abschließe. Aber dann soll es so sein. Dann soll es so sein. Wir wollen auch schließlich alles hier erledigen. Und auch das Spiel zu Ende spielen. Aber die Hände sind ultra creepy. So, sehr schön. Warum nicht gleich so? Warum nicht gleich so? So, wo ist die nächste Hand? Die kommt von links. Nein, 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 nein. Ach, komm schon, ey. Also ich darf beim zweiten Schlag auf keinen Fall daneben schlagen. Weil wenn ich das mache, dann ist die Gefahr groß, dass das für den dritten Schlag einfach nicht mehr ausreicht. Das ist mein größtes Problem. Mono ist einfach zu langsam. Und das Rohr ist einfach zu schwer. Daran liegt's. Auf jeden Fall wieder mal kein Checkpoint oder so, nichts. Es wird hier einfach erwartet, dass der Spieler das drauf hat. Nein, 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 nein. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Es sind halt immer solche Stellen, wo mich dann wirklich furchtbar, furchtbar ärgern, weil ich es halt einfach nicht auf die Reihe bekomme. Also zumindest beim ersten Versuch. Das schaffe ich eigentlich nie. Ich hatte zwei Versuche, da war es recht knapp. Da hätte, glaube ich, ein Schlag noch gefehlt und dann hätten wir endlich Ruhe gehabt. Aber Six muss halt auch erstmal hinten die Bretter wegkriegen und alleine ist es halt echt ätzend. Weil wir können nichts anderes machen, als die Hände kaputt zu schlagen. Wir können nichts anderes tun. Nein, schaffe ich nicht mehr. Doch, habe ich geschafft, okay. Muss auf jeden Fall ein bisschen weiter wegbleiben. Das ist immer das Wichtigste. So, komm, komm, komm. Sehr gut, sehr gut. Ich kann den auch nicht anvisieren, das ist halt das Blöde. Nein! Okay, ich habe, glaube ich, beide getroffen, oder? Nein? Wieso bleibt der zweite gleich da? Ja, safe. Safe. Okay, jetzt kommt er gleich nochmal von links. Oder kommt nochmal eine Hand? Nein, 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 komm. Ja. Glück gehabt. Habe ich es geschafft? Ja. Ich denke schon, ich denke schon. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, diese Hände. Vor allem die Puppen gingen ja noch voll klar, ne? Die Puppen gingen ja noch voll klar. Aber die Hände sind halt wirklich so klein, da musst du halt echt aufpassen, dass du ihn triffst. Oh Gott, was ist das denn an der Wand? Was ist das? Ich glaube, ich schleiche jetzt mal lieber, bevor ich mich wieder bemerkbar mache und dann wieder sterbe. Alter, sieht das creepy aus. Leute, 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 wo sind wir hier gelandet? Wir sind hier in einer echten Hölle gelandet für Mono und Six. So, dann schleichen wir uns mal durch. Okay. Also wenn du da irgendwas haben willst, dann holst du doch einfach raus, Bruder. Ich weiß nicht, warum er den ganzen Schrank da... Was ist das denn? Was zum Teufel war das? Oh mein Gott. Als ob. Wirklich, als ob. Alter Schwede, vor allem der hängt an der Decke. Wie zum Teufel schafft er das mit dem Körpergewicht? Lacht er? Darf ich auch mal ein bisschen mitlachen, Bruder? Ich weiß nicht, ob ich da vorbeilaufen kann jetzt. Och Gott, ich habe so Panik, ey. Okay, ich hoffe, er hat mich jetzt nicht gesehen. Nee, sieht gut aus. Sieht gut aus, okay. Was macht der da bloß mit dem Körper? Was macht der mit dem Körper? Okay. Ja, safe, genau. Wie kann der sich da oben bitte halten? Wie? Das würde ich gerne wissen. Ja, klar. Was macht er denn jetzt? Bitte heb jetzt nicht das Bett hoch. Ich glaube, der bastelt die zusammen. Kann das sein? Kann es sein, dass der dich zusammenbastelt? Aber es sieht so aus.
Oh mein Gott, Alter, ist das creepy. So ein dicker Brocken und der hängt da einfach so ganz, ganz knorke an der Decke. So, schaffe ich es hinter die Trage? Ich brauche auf jeden Fall was zum Werfen. Ich brauche auf jeden Fall was zum Werfen, so viel steht fest. Weil da drüben ist ein Schalter, ich habe ihn schon gesehen. Damit wir die Tür öffnen können. Okay. So, Six, bitte nimm jetzt nicht wieder irgendwas mit, was Lärm macht. OMG. Sieht der mich so? Ich glaube nicht, oder? Ich hoffe nicht. Ne, alles gut. Also ich konnte mich auf jeden Fall noch verstecken. Ich weiß nicht, wie Six geht. Ja, ich glaube aber auch. Dass die Decke nicht zusammenbricht, ist doch alles, Freunde. Jetzt hat er mich gesehen. Ja, er hat mich gesehen. Und mich aufgefressen. Mit einem Biss. Mit einem Biss. Aber wie konnte er mich sehen? Wie konnte er mich sehen? Okay, das muss alles ein bisschen vorsichtiger sein. Ich muss auch mal ein bisschen vorsichtig spielen. Ich kann nämlich nicht immer so schnell, schnell, schnell machen. Das geht nicht. Vor allem nicht bei diesem Spiel. So, bin ich denn hier? Okay, jetzt muss ich aufpassen. Ich mach das, glaube ich, erst. Was macht der da? Riecht der da an dem Körper oder was macht der da? Hä? Okay. Ja, der bastelt die zusammen. Dann wissen wir wenigstens, von wem diese Bestien überhaupt kommen. So, ich bin da unten. Ich weiß nicht, wäre es besser, wenn ich warte, dass er über mir ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vor allem, er hört es auf jeden Fall. Er hört es, egal was ich mache, er hört es. Was? Sag bloß, er hat mich gesehen. Hat er mich echt gesehen? War da, ist da hinten so ein Spalt, wo er mich sieht? Das wäre ja ziemlich dämlich. Ach Gott. Wenn du immer die gleichen Stellen spielen musst, ist es halt echt schwer. Dann wird es halt langsam echt ekelhaft irgendwie. So, komm, 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 weiter. Na, er sieht mich, er sieht mich. Er hat, glaube ich, auch Augen hinterm Rücken oder so. Alter, die Gegner sind einfach viel zu schnell. Ich meine, er bewegt sich echt wirklich im Schneckentempo am Anfang. Aber sobald er mich gesehen hat, ist er auf einmal Flash. Er saust einfach. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es wäre, glaube ich, besser gewesen, wenn ich es von der anderen Seite gemacht hätte, oder? So, ich bleibe jetzt hier stehen. Ich bleibe jetzt hier stehen, bevor es nochmal schief geht. Weil ich will das Ganze jetzt nicht nochmal machen. Boah, Six, schieb mich nicht raus. Spinnst du? Spinnst du, Kerl? So, da hat er mich gesehen. Das heißt, ich muss jetzt hier warten. Die Anspannung, Freunde, ich schwöre, die steht mir mitten ins Gesicht geschrieben. Wo ist er denn jetzt? So, ich bleibe jetzt mal hier stehen. Also ein bisschen weiter vorne. Wenn er mich jetzt nochmal sieht, dann weiß ich, dass ich da hinten absolut nichts zu suchen habe. Okay, er hat mich nicht gesehen. Ich muss mir auf jeden Fall jetzt diesen Block holen. Ich hole mir auf jeden Fall den Bauklotz oder was man das auch darstellen soll. Den werde ich mir jetzt holen. So, wo ist er? Da vorne. Okay, geschafft. Der Bauklotz gehört uns, Freunde. Noch ein bisschen durchhalten, dann haben wir es gepackt. Ne, da sieht er mich. Also wenn ich jetzt hier durchlaufe, sieht er mich. Okay, warten wir kurz ab, warten wir kurz ab. Er muss auf die andere Seite und dann muss ich wieder nach unten. Und muss wieder zurück. Das Problem ist halt auch immer bei Little Nightmares, wie ich finde. Wenn du was geschafft hast, dann weißt du im Endeffekt, wenn du einen Gegner im Screen hast, wie es danach weitergeht. Du weißt es einfach nicht. Das ist das große Problem. Das ist auch dieser krasse Überraschungseffekt, den man dann immer hat. Ich hoffe, ich bin weit genug weg.
Das sieht einfach zu krank aus. Es sieht einfach viel zu krank aus, Leute. So geht er da runter, ja. Okay, 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 okay. So, einfach mal hier rüber. Wenn ich jetzt werfe, muss ich mich, glaube ich, beeilen. So. Okay. Ich habe mich geschützt. Ich habe mich geschützt. Weil ich genau wusste, dass das passiert. Safe. Gut gemacht. Gut gemacht. Hoffentlich darf ich jetzt nicht wieder alles von vorne machen. Ne, der Bauklotz ist hier. Okay. Okay. Wir sehen jetzt gleich, was er macht. Wenn er jetzt wieder unter das Bett geht, beziehungsweise ans Bett, aber wie kann der wissen, dass ich da bin? Wie kann er das wissen? Wahrscheinlich mit Absicht so einprogrammiert. Nur, dass die Entwickler uns ärgern. Vor allem, wie passt er überhaupt durch die Tür? Wie passt er bitte durch die Tür? Okay, ich glaube, er ist weg. Ich glaube, er ist weg. Also vorerst. Krasser Mist. Krasser Mist. Okay, da haben wir wenigstens das geschafft. Alter, Alter, Alter. Ich sag ja, also manchmal ist dieses Spiel wirklich sehr, sehr verstörend. Sehr, sehr verstörend. Aber es ist zum Glück nur ab 16. Hm? So, und nach oben. Durch die Klappe. Vor allem frage ich mich auch sowieso, warum wir überhaupt das ganze Theater auf uns nehmen. Wären wir doch einfach lieber im Wald geblieben. Es wäre doch viel, viel cooler gewesen. So, ich glaube, da sollte ich mal nicht runterfallen. Da auch nicht. Okay. Okay, jetzt wird's krank. Wenn er mich jetzt erwischt, habe ich keine Chance zu entkommen. Vor allem wohin auch. Was für ein fettes Biest. Okay, geschafft. Diese Stelle hätten wir auch mal geregelt. Ich weiß nicht, ob ich hier normal laufen kann, ohne dass er mich hört, aber ich gehe davon aus. So. Ich glaube, da müssen wir runter. Wenn mich nicht alles täuscht. Kann ich da einfach so hinjumpen, oder? Okay. So, da brauche ich einen Schlüssel. Nicht gut. Nicht gut, wenn ich einen Schlüssel brauche. Vor allem, ich weiß gar nicht, wo ich den suchen soll. Da ist die Tür auf. Gehen wir da mal rein. So, und da komme ich dahin. Kriege ich die Türe aufgeschoben irgendwie? Nein, kriege ich nicht. Komme ich vielleicht so durch? Kann ich das nehmen? Ja. Tatsächlich. Okay, cool, cool. Dann weiß ich einen anderen Weg. Aber das heißt, ich muss auch so wieder zurück. Ich muss mich jetzt eigentlich nur auf Six verlassen können. Aber ob ich das kann, das und vieles mehr, Freunde, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend oder wann auch immer ihr das Video angeguckt habt. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dankeschön und bis bald.